die Freiwillige Feuerwehr Wohnfahrt saugt das Wasser vom See an, um es dann über ihre Pumpen wieder zurückzuleiten, mit Sauerstoff angereichert in den See. Wir hoffen damit, den Sauerstoffgehalt des Sees wieder etwas zu erhöhen, um die Fische, die drin sind, und den See letztendlich auch zu retten. Wir haben dafür unser altes, eigentlich ausgedientes LF8, was im Mai ausgemustert wurde, in Betrieb genommen. Somit ist unsere Einsatzbereitschaft gewährleistet und wir haben in dem Fahrzeug zwei Pumpen, die uns dabei natürlich viel helfen. Wir sind jetzt heute bereits den dritten Tag am See und fangen früh zwischen 6:30 und 7:00 mit dem Aufbau der Gerätschaften an, bauen abends zwischen 7:30 und 8:30 ab und sind so circa mit 9 bis 10 Mann täglich abwechselnd von früh bis abend vor Ort.